Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Penumbra im Halbschatten. Ja, wir sind noch auf der Suche nach dem Sprengstoff. Oh, da ist er. Alter Schwede. Ja. So. Das ist nur ein Baumverfahren, der eignet sich nicht als Lunte. Irgendwie können wir das mitnehmen. Ich glaube, wir können da irgendwie, wenn wir jetzt den Platz wiederfinden, halt. Das Licht an. Ja. So. Eignet sich nicht als Lunte. Was soll denn der Scheiß? Eignet sich keine Lunte. Ja, das ist schön. Vielleicht. Was habe ich nur damit gedacht? Okay. Okay, ist ja gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also wir brauchen irgendwie eine Lunte. Ja, aber haben wir nicht. Ein Stück Faden gerade lang genug, um daraus eine Lunte zu fertigen. Okay. Nein. Ah, super. So. Ich kann doch keine nasse Kordel anziehen. Ich brauche eine vernünftige Lunte. Also, willst du mich jetzt hier verarschen oder was? Durchtrinkter Baumvollfaden. Ja, wir brauchen irgendwie. Gut, wir brauchen Schwarzpulver. Ein Schmerzmittel. Wo kriegen wir denn jetzt Schwarzpulver her? Alter Schwede. Da ist nichts. Ja, ich habe keine Ahnung. Und davon jede Menge. Office. Nein, hier geht's nicht weiter. So. Geh doch mal, Schatzi, mal. Komm, 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 komm. So, wir brauchen irgendwie Schwarzpulver. Wo finden wir denn Schwarzpulver? Tja. Hier ist irgendwie nichts. Aber wir speichern jetzt erstmal ab. So, bevor wir wieder sterben. Das wäre nämlich nicht so gut. Ja, werde ich mich wohl nie gewöhnen. Da sind wir ja schon zu zweit. Was ist denn das für eine komische Maschine eigentlich? Da kann man aber auch nichts dran machen, ne? Ja. Ne, nicht wirklich. Okay, gucken wir hier nochmal. Ist gar nichts. Irgendwie nicht. Oder wir haben einfach was übersehen.
irgendwas können wir auch mit den Kisten hier machen. Da bin ich mir sicher. Bing bong. Irgendwas können wir hier machen. Vielleicht doch hier. Dass wir hier uns zwei Kisten aufeinander stellen. So. Und dann da drüber springen können. Aua. Sind wir jetzt da drüber gekommen? Oh, es sieht ganz anders aus. Oh, wir haben eine Batterie. Diese lose Batterie betreibt den Zaun. Allzu lange kann ich doch nicht... Ja gut, in Betrieb kann die noch nicht in Betrieb sein. Hier sind ganz viele Kisten. Sprengstoff, also gefällt mir das. Verschlossen, verdammt, wie soll ich jetzt dort reingelangen? Die Tür schaut sehr alt und morsch aus. Okay, vielleicht können wir die hier mit unserer Spitzhacke zandüdeln. Jawoll! So. Ich kacke mir gleich wirklich in die Hose, alter Schwede. Nein, hier gibt es nichts zu holen. Sag das nicht. Das schaut ganz nach kleinen, selbstgebastelten Bomben aus. Vermutlich mittlerweile völlig durchweicht. Na, nun, ich würde einen Erste-Hilfe-Kasten bevorzugen, aber so kann ich Schmerzen wenigstens dümmlich grinsend ertragen. Okay. Jetzt tun wir erstmal unsere Spitzhacke wieder wegpacken. So. Okay, die können wir auch irgendwie mitnehmen. Oh, da liegt doch was. Was liegt denn da? Hallo, hallo, hallo? Sprengstoff. Dynamit. Dynamit. Oh, schön, Dynamit. So, was haben wir denn da? Noch mehr Dynamit. Okay, Dynamit können wir gut gebrauchen. Was haben wir denn da? Perfekt, ein Fass mit Schwarzpulver. Ein kleines Loch befindet sich auf der Oberseite. Nicht groß genug, um hineinzugreifen. Ja. Das Loch ist zu klein, also durch die Lunte durch... Was? Das Loch ist zu klein, als dass ich die Lunte dort durchstecken könnte? Sieh mal. Jetzt geht es aber, oder wie? Wie soll denn das gehen? Hallo? Ja. Kann man da was mitmachen? Wow! Okay. Trockenes Schwarzpulver, genau das, was ich brauche. Ja, das ist doch mal was. Prima, eine Lunte, die mir nun darauf wartet, angezündet zu werden. Ja, gut. Okay, dann haben wir das ja auch. Wow. Jetzt müssen wir nur hier wieder raus. Jetzt? Ne, da in diese Richtung müssen wir. So, und dann hier raus. Oder? Nein, wir gehen im Kreis. Die Tür haben wir aufgebrochen. Da müssen wir auch nicht her. Wir haben uns etwas verlaufen, glaube ich. Oder? Ich glaube schon. Nee, der verkackte Ausgang.
rutscht gerade wieder voll in die Hose. Obwohl da gar kein Platz mehr ist. Aber das ist schon mal. Okay. Jetzt müssen wir sehen, dass wir die Kacke hier gesprengt kriegen. Damit wir hier durchkommen. Okidoki. Ganz langsam. Halt, falsche Richtung. So. Jetzt nur nicht verzweifeln. Okay, wir sind auf dem richtigen Weg. Glaube ich. Nein, hoffe ich. Okay. So, wenn wir die nur anzünden müssen. Und in Deckung gehen. Wir gehen voll in Deckung. Wow. Alter Schwede, wir haben den halben Berg zersprengt. Nicht besonders groß, aber es muss ausreichen. Höhlenerkundungen haben mir schon immer eine Heidenangst eingejagt. Ja, da freuen wir uns doch. Wow, wir haben es geschafft. Wenn ich zurückblicke, zweifle ich an meinen gesunden Menschenverstand. Was hat mich nur dazu getrieben, mich tiefer in die Mine zu wagen? Vielleicht war es meine verdammte Arroganz. Vielleicht aber auch das Verlangen nach einem Abenteuer. Wäre ich doch nur verhungert oder auf eine andere Art und Weise zu Tode gekommen. Alles wäre besser gewesen als die Gewissheit, die Verantwortung für all jene Ereignisse hier unten zu tragen. Mit diesem quälenden Gedanken in meinem Kopf sitze ich nun hier und schreibe dir diese Zeilen. In der stillen Hoffnung, dass du mich nicht enttäuschend in diesem Wahnsinn Einhalt gebieten wirst. Denn ich habe versagt. Okay. Das ist schön. Schön zu wissen. Okay, wir können das hier irgendwie wegziehen. Da ist ja schon mal etwas. Jetzt stelle ich mir nur die Frage, wo sind wir? Alter Schwede. Wir machen mal hier ein bisschen Licht, können wir weiter leuchten. Wo sind wir und was ist das hier? Okay, das kann man alles bewegen. Hier muss es doch irgendeine Art von Notstromsystem geben. Ich glaube, das hier ist ein Teil davon. Ja, ja. Aber das hilft uns im Moment überhaupt nicht weiter. Aber ein Speicherplatz, da würde ich mich jetzt echt drüber freuen. Ja, ja. Oh, oh. Ist alles, aber kein Speicherplatz, oder? Doch, da ist einer. Super.